Ja, liebe Leute, damit herzlich willkommen zu einem neuen Video zur Train Sim Classic und was für ein schöner Tag, denn Armstrong Powerhouse hat die Class 87 rausgebracht in ihrer gewohnten Qualität. Es gab ja für die Class 86 schon ein Enhancement-Paket und jetzt gibt es für die Class 87 einmal komplett neues Modell, komplett überarbeitet mit der Physik und es gibt einen Haufen Libraries und wurde so detailgetreu wie nur möglich umgesetzt. Allein wenn wir uns das hier schon mal anschauen, das Außenmodell, das ist richtig schön gemacht. Und gibt es in den unterschiedlichsten Varianten mit einem Pantograph, mit NRM, GSMA-Antennen, über 26 Libraries, glaube ich, sind es, unterschiedlichen Varianten von der Front, bis gebaut worden ist, also mit den Puffern etc. Man schaut sich immer das Drehgestell an. Wirklich schön. Und was natürlich bei der Armstrong Powerhouse Edition natürlich geil ist, ist der Sound. Haben das ja von den echten Loks aufgenommen und der Sound, den Armstrong Powerhouse bei seinen Sachen macht, ist einfach der geilste, den es halt so für TS Classic gibt. Ich habe mal hier hinten auf der Test Track noch ein paar andere Liberties hingestellt, die es mit unter anderem hat. Gibt es auch mit allen Nameplates, die so bis 2022 auf der Class 87 gegeben hat. Da zum Beispiel City of London im Intercity Livery. Dann haben wir hier City of Glasgow, dann Bea Blue Variante und ich glaube, das ist hier der alte Pantograph. Hier ist mal als Beispiel. Und dann haben wir hier Wolf of Badenoch. Lässt sich auch immer ganz einfach konfigurieren, wie man sie haben will. Dann die Rail Freight Varianten, Direct Rail Service und Co. Also wenn man hier mal da schaut. GBRF, nochmal Intercity Varianten, Virgin Trains. Leider ohne echten Logo, aber das kommt vermutlich noch. Und diese Spezialität hier, die habe ich jetzt hier zum ersten Mal gesehen. Die Porter Brook. Okay, ich würde mal sagen, wir gehen mal in unsere Class 87 rein. Und zwar in den Führerstand. Das ist der Führerstand. Wir machen hier mal kurz das Licht an, damit wir ein bisschen mehr sehen. Von den Details her, wie gewohnt, 1A-Klasse. Sieht wirklich super aus. Schönes Pult. Hier eben, das ist jetzt ein NAM, gibt es auch mit GSMA etc. Je nachdem, in welcher Ausführung man die Lok fahren will, gibt es auch einen Ursprungszustand. Und wir haben hier drei Ansichten. Einmal setzen die hier, dann hier nochmal auf der Seite und einmal im mittig. Und ich würde sagen, ich bin mal ganz kurz ruhig und hört euch mal einfach nur den Standard-Sound an. Hat was. Ich würde sagen, wir nehmen sie mal in Betrieb. Wir machen hier mal das ABS an. Und da geht der Kompressor an. Gehen wir nochmal retour. Gehen den, tun den Generalschlüssel hier rein. Und machen vorne das Licht aus. Schauen wir mal, draußen hört man den auch sehr gut. Spitzensignal an. Und was wir jetzt noch machen, ich werde jetzt mal ganz schnell die Weichen stellen. Das muss ich mal kurz gucken. Das ist, glaube ich, hier. Ja, genau. Center Player. Damit wir hier auf die Test Track rausgehen können. Ich meinte, wir müssen hier oben fahren. Ja, genau. Sehr gut. Dann, Richtungswender nach vorne. Gehen die Lüfter an. Dann Bremsbeinen rausziehen. Damit wir hier das befreien können. Weil bei Standard ist es in Shutdown. Und da kannst du es nicht bewegen, solange der Pin drin ist. Bremsen lösen. Und dann würde ich sagen, probieren wir das Horn aus. Ah, wunderbar umgesetzt. Ja dann, anfahren. Los geht's. Wir haben ja hier den ganz typischen Stufenschalter, wo man hier immer wieder mit den Notches nach oben schalten muss oder nach unten. Und jetzt gibt es hier noch ein kleines Special. Man kann hier den Sound von den Stufenschaltern einschalten. Der ist jetzt an. Und sollte man es dann auch gleich hören. Und da schaltet er. Das klingt so gut. Und einmal von draußen.
Nice. Wirklich nice. Höchstgeschwindigkeit 110 Meilen pro Stunde sind ungefähr 180 km/h. Schalten wir hier mal wieder nach unten. Sehr gut. Passend zu dem Release von der Class 87 haben sie auch die MK3 Coaches überarbeitet, dass die mit der Class einwandfrei funktionieren. Und ich würde sagen, wir machen mit der Class 87 die entsprechende Testfahrt mit den MK3 Coaches. Dann sehen wir auch den Sound von denen noch und die Details und wie die Lok so auf der Strecke ist. Es gibt auch noch die Option für Szenarioentwickler, dass man hier die diversen Fahrmotoren zum Beispiel abstellen kann, um einen Schaden zu simulieren. Dann haben wir natürlich eine Anti-Schlupfbremse, wenn wir hier zu viel Gas geben oder wenn es nass ist, gibt es auch zum manuellen hier einschalten. Wir haben eine elektrische Bremse und natürlich die Westinghouse. Einfach mal zum Demonstrieren, das ist eine Kombibremse. Und geht damit an. Hört man auch entsprechend von draußen. Wenn ich jetzt hier nochmal bremse. Wunderbar. Und einmal hier wieder raus. Nice. Also der Sound von der Class 86 war ja schon richtig geil, aber da haben wir jetzt noch ein bisschen eins raufgeklickt. Also, ich lade mir jetzt mal ein anständiges Szenario und dann fahren wir mal wirklich. Und ja, wir sehen uns gleich. So, liebe Leute, da wären wir dann noch in das Szenario von Armstrong Powerhouse. Wir haben die Class 87 mit der Nummer 5 im Intercity Livery, City of London, und haben die überarbeiteten MK3 Coaches von Armstrong Powerhouse hier hinten dran. Ist ein langer, schwerer Zug. Und hier hinten haben wir den Driving Trailer. Da mal ein kleiner Bug. Das kann aber sein, dass das an den Rail Driver liegt. Ich kann hier hinten die Schlusslichter nicht anmachen. Also ich kann sie schon anmachen, aber sobald ich wieder nach vorne gehe, sind sie wieder aus. Das kann also ein Bug vom Rail Driver sein. Jo. Die Türen gehen hier individuell auf. Am Anfang sind sie alle, dann gehen sie zu und wieder auf, je nachdem. Und hier haben wir noch eine zweite Klasse, dieselbe, und zwar der Hall of the Wind. Wind? Bin mir nicht sicher. Mit der 130 und ja, mal schauen, was mit dir so los ist. Vielleicht Defekt, keine Ahnung. Ich würde sagen, wir gehen mal raus aus der Pause. Und zwar so. Und machen unsere Lok erstmal fahrbereit. So. ABS ist an. Schlusslicht machen wir aus. Parkbremse ist auch draußen. Dann sind wir eigentlich schon bereit für die Abfahrt. Wie schaut es aus mit Channel Code? Wir sind 088. Okay. Machen wir das mal. 088. Sehr gut. Ja, dann. Bei der Fahrt werden wir ein paar kleine Tests machen, wie zum Beispiel zu viel Leistung am Anfang, dass wir hier auch sehen, dass die, ja, die Schlupfbremse funktioniert. Die werden uns... Kompressor ist angegangen. Diverse Roll- und Laufgeräusche, Bremsgeräusche auch von den Wagen hinten anhören. Und natürlich ein paar Cinematic-Shots bis zur nächsten Station. Und das ist dann Lancaster, Plattform 3. Eigentlich eh jeden Moment losfahren dürfen. Ich würde sagen, wir stellen uns mal hier hin. So. Richtungswende nach. Ah, habe ich einen Generalschlüssel jetzt vergessen? Ja, habe ich. So. Gehen wir mal Leistung. Kurz die Hupe. Und mal schauen, haben wir vielleicht hier. Ah, Innenansicht. Nett. Zweimal das gleiche, dreimal das gleiche, viermal, fünfmal.
Sechsmal, das ist der Speisewagen. Nice. Und einmal draußen. Ah, es ist ja gut, dann haben wir hier vielleicht noch gerade ein bisschen Geräusche bei den Weichen. Ah, das Soundmodell ist einfach geil von Armstrong Powerhouse. Und auch richtig schön klar. Also, ist nachvollziehbar. Ja, nice. Wie ist es innen? Ja, mal kurz. Ja. Ich möchte gerne mal nach innen. Ja, ist okay. So, gehen wir wieder zur Lok rein. Unser Hauptstar eigentlich. Müssen wir bei Zeiten mal auf den Tacho achten. Es ist auch umgesetzt, dass die Nadel hier immer wieder mal so ein bisschen zu zittern anfängt. Vor allem, wenn man hier losfährt. Und das ist normal. Das tut sie auch in echt. Und sie geht dann natürlich oben durch, wenn man hier durchdreht. Das, glaube ich, war aber auch schon bei der Class Act 6 so. So. Maximale Geschwindigkeit ist 100. 10 Meilen könnte man noch drauflegen, theoretisch. Das kann zumindest die Lok, steht auch da. Und dann schauen wir mal, dass wir hier mal ein bisschen Cinematic hinkriegen. Sehr nice. Ja, doch. Gibt mir eine 1 plus vom Sound her. Dann machen wir weiter nach vorne. Und jetzt will ich mal ganz kurz die Bremse simulieren. Wenn wir die Lok jetzt runterfahren. Und jetzt hier mal bremsen. Oh ja. Nice. Sehr schöner Bremssound. So, also wir warten, bis du hier wieder auf der Stufe 0 bist. So, und wieder nach oben. Sehr gut. Ah, jetzt haben wir hier natürlich den Fahrschalter nicht an mit dem Sound. Aber jetzt. Sehr cool, sehr cool. Ja, an der Stelle übergebe ich mal an mein Zukunfts-Ich. Wir fahren jetzt mal bis zur nächsten Station. Ich werde euch noch ein paar Fakten geben zur Lokomotive und so ein bisschen Bits und Bobs von seitens Armstrong Powerhouse an sich. Und währenddessen gibt es hier eine schöne Fahrt mit ein paar schönen Ansichten. Ja, und da ist auch der Zukunftspapura da. Und jetzt gibt es erstmal ein paar historische Fakten zu der Class 87. Ja, Class 87 ist eigentlich entwickelt worden, weil man stärkere und leistungsfähige Elektrolokomotiven gebraucht hat, als wie die Class 86. Und wenn man so möchte, ist eigentlich die Class 87 die gepimpte Version von der Class 86. Die schauen beide fast gleich aus, sind auch vom Aufbau fast identisch, nur die Class 87 ist wesentlich stärker und darf auch schneller fahren. Die Class 87 ist dann bis Ende der 1980er Jahre quasi das Flaggschiff von British Rail gewesen, bis dann die Nachfolgerlokomotive gekommen ist. Das war dann die Class 90.
Und als die Class 9 dann in Betrieb gegangen ist, war es dann langsam das Ende von der Class 8. Mit der Privatisierung von British Rail Mitte der 1990er Jahre wurden eigentlich alle Classic D7 bis auf eine einzige an Virgin Trains übergeben. Und da startet dann das zweite Leben der Classic D7, denn bis zum Einzug der Class 490 der Pendolinos wurden sie da regelmäßig im Personenverkehr eingesetzt, sowie auch im Charterverkehr. Als die Class 490, also die Pendolinos, dann kommen sind, wurde dann langsam die 87 aus Dienst gestellt. Das ging aber gar nicht mal so schnell, als ich gedacht hatte, weil die Class 490 doch sehr viele Probleme am Anfang hatte. Ja, als dann das Ende war, hat das dritte Leben begonnen. Und zwar zwischen Jahr 2002 und 2007 waren sie dann noch im Frachtverkehr unterwegs. Und das war bis zu den späten 2019er, 2020er bei GBRF und Co. Also vor einem Jahr ungefähr sind sie auch da aus dem Dienst gestellt worden und sind jetzt dann nur in Reserve unterwegs. Ende der 2010er Jahre gab es in Großbritannien noch eine betriebsfähige Class 87, das war 87002, die ursprünglich von der AC Locomotive Group erhalten worden war und heute im Besitz von der Locomotive Services Limited ist. Sie war zuvor beim Caledonian Sleeper im Einsatz und ist für den Einsatz im Charterverkehr vorgesehen. Ein großer Teil der Flotte ist übrigens nach Bulgarien exportiert worden, wo sie bis heute noch unterwegs sind. Das war de facto das vierte Leben. Ein paar Details noch zum dritten Leben, und zwar im Güterverkehr bzw. beim Caledonian Sleeper. Im November 2004 erwarb First GBRF zwei Lokomotiven, die kurz davor aus dem Virgin Personendienst ausgemustert worden waren. Sie wurden als Bereitschaftslokomotiven eingesetzt, um ausgefallene Class 425 Einheiten zu retten, die im GB Railway Paketzug unterwegs gewesen sind. Die Flotte wuchs zeitweise auf 4 Loks an, bestand aber schließlich nur noch aus 2 Loks, und zwar 87022 mit Cock of the North und 87028 Lord President, die beide Ende 2007 ausgemustert worden sind. Die letzte Fahrt mit dem Charterzug fand am 29. Dezember 2007 statt. Am 31. März 2015 übernahm Serco den Caledonian Sleeper Franchise von der First Group und beauftragte den GB Railfreight mit dem Transport von den leeren Schlafwagen. Im Februar 2015 erhielt 87002 einen neuen Anstrich in Caledonian Blue und wurde ab dem 31. März 2015 zusammen mit 86101 für die Beförderung der leeren Schlafwagenmaterials zwischen London Euston und Wembley Intercity Depot sowie zwischen Glasgow Central und Comedy TSMP eingesetzt. Nach einer langwierigen Renovierung wurde 86401 am 8. August 2015 in den Caledonian Sleeper Flotte aufgenommen und im Oktober 2009 wurde die 87er und die 86er Flotte vor allem aufgrund von Kupplungsinkompatibilitäten ausgemustert an die AC Locomotive Group zurückgegeben. Wie ich ja schon erwähnt habe, ist ja eine sehr große Flotte von den Lokomotiven nach Bulgarien exportiert worden und es waren immerhin 25 Lokomotiven, die jetzt bei der bulgarischen Staatsbahn unterwegs sind. Primär ist die ganze Flotte in Pietrop stationiert und die Lokomotiven sind eigentlich in ganz Bulgarien eingesetzt, unter anderem in Burgas, Vus, Dimitrovgrad, Ljanci und Belgovgrad. Und sehr oft sind sie da auch von Schwefelsäurezügen unterwegs gewesen oder immer noch. Ich schaue mal, dass ich an der Stelle vielleicht ein Video davon finde, von der Class 87 in Bulgarien. Dann könnt ihr euch das mal ganz kurz ansehen.
Und da habt ihr mal die Loks in Bulgarien gesehen. Schaut nach wie vor relativ original aus, bis natürlich auf die Lackierung. Aber, na ja, schön. Ich habe schon Videos auf YouTube gesehen, wo teilweise noch die englische Lackierung noch mit drauf gewesen ist. Ja, kommen wir zum Beispiel die Pips und Bobs von Armstrong Powers selber, wo sie sagen, also einerseits wäre das beim ABS-Magneten eine Verzögerung von einer Sekunde ist, bis der Alarm losgeht. Und als nächstes haben wir, der Scheinwerferlicht leuchtet nur von Sonnenaufgang und nach Sonnenuntergang. Das dient dazu, um zu vermeiden, dass der Scheinwerferlicht am helllichten Tag unrealistisch wird. Den Stufenschalter, den kann man mit Steuerung T anmachen, also dass man den hört in der Kabine, das habe ich ja schon demonstriert. Und der Dachnadel ist am Wackeln, wenn er losgeht. Scheibenwischer hat eine variable Geschwindigkeit und die Anzeige der zweiten Lok vom Fahrstufenschalter funktioniert, wenn man eine Class 86 oder Class 87 hinten dran hat. Bei Fahrzeugen vor 1998 leuchtet der Scheinwerfer nur, wenn der Rückwärtsgang nicht auf neutral ist. Und der sichtbare Lokführer wechselt automatisch in den Führerstand, wenn du dich gerade befindest oder er führt einen AI-Zug. Aber auch das habe ich ja schon erwähnt. Ja, grundsätzlich muss ich sagen, ich bin sehr begeistert von der Class 87. Es macht viel, viel Spaß, sie zu fahren. Ich freue mich schon auf einen schweren Güterzug mal, mit der zu fahren, vielleicht eine Doppeltraktion. Und ja, Sound ist wunderbar, Fahrverhalten wunderbar, relativ, also, soweit ich es sagen kann, realistisch umgesetzt. Daumen nach oben. Und für das Geld, was sie kostet, kauft sich das unbedingt. Ja, es ist nicht mehr weit, jetzt müssen wir da mal langsam zum Anhalten kommen, bis wir zur nächsten Station kommen, aber overall, wenn ihr euch das holt, holt euch die Classic, das eben Lokomotivpack von Armstrong Powerhouse, sind 25 britische Pfund, plus dazu holt euch auch noch die Classic, das Six Enhancement Pack, das sind nochmal 17 Pfund und dann das MK3 AB Coach Pack, das sind nochmal 12 Pfund. Wer jetzt so richtig ein UK-Fan ist, der holt sich auch noch die MK2A und MK1. Die kosten sogar ungefähr das gleiche nochmal mit dazu. Aber für die Classic 7 und Class 86 braucht sie die nicht. Theoretisch braucht sie auch das neue MK3A bis B Coachpack nicht. Ihr könnt es auch aus anderen Packs von Armstrong Powers rausholen. Oder ihr nutzt auch das Standard, was mit After Games und Co. kommt. Aber wer auf geilen Sound Wert legt und geile Details haben will, der soll sich jetzt alle Fälle von Armstrong Powerhouse holen. Ja, ich glaube, ich werde noch ein bisschen damit rumgurken und ja, euer Feedback ist gefragt, schreibt es mir in die Kommentare rein, was halt hier von der Class 87, hat sich gefallen, hat sich nicht gefallen. Und jetzt haben wir gerade darauf hingewiesen, dass wir natürlich speziell anhalten müssen, dass es ein kleines Problem mit der Station da oben gibt, mit dem Haltemarker, dass die Türen sonst nicht aufgehen, aber das kriegen wir hin. Jetzt werde ich noch einen Moment still sein und dann können wir uns ein bisschen die Bremsgeräusche noch mal genauer anhören.
Und da wären wir angekommen. Ich hoffe, das Ganze hat euch gefallen. Wenn ja, dann lasst doch vielleicht einen Daumen nach oben da oder sogar ein Abo. Und wie bereits erwähnt, schreibt mir in die Kommentare, was ihr von der Classic The Seven findet und wie auch der Sound für euch so ist. Holt ihr euch das oder auch nicht? Alle Links dazu zur Armstrong Powerhouse findet ihr in der Videobeschreibung. Wir sehen uns dann zum nächsten Abenteuer hier in TS Classic und eventuell machen wir dann meine Kombi mit der Class 87 und der Class 86. Bis dann, das war Pabura. Tschüss, I'm out.